Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es ist mal wieder soweit, es gibt ein neues Video. Heute haben wir wieder jede Menge kleine Schnipsel mitgebracht, die nicht für ein ganzes eigenes Video reichen. Trotzdem sind diese vielen kleinen einzelnen Telefonteile ja doch recht unterhaltsam und vor allem auch lehrreich. Wie man auf jeden Fall solche netten Anrufer am Telefon los wird. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Video. Hallo. Hello, I'm calling from Avatrade. My name is Florian. Am I speaking to Sebastian? Was? Hallo? Geht das auch in Deutlich? No, sorry. Was? I can't speak German. Ja, und warum rufst du mich denn an? Only, sorry. Aha. Und was soll das jetzt? I can't understand, I'm sorry. Ja, aber warum rufst du mich denn überhaupt an, wenn du kein Wort Deutsch kannst? Hallo? Yes? Ja. Warum rufst du mich denn an, wenn du kein Wort Deutsch kannst, ha? I'm sorry, I don't understand, but I will send you an email. Ja, aber nö, will ich ja nicht deine scheiß E-Mail. Ich will jetzt wissen, warum du mich anrufst und nicht ein Wort Deutsch kannst. Sollen das, ha? There is German speaking, but not right now. Ja, du wurdest auch mit dem Klammerbeutel gepudert, wa? I will just send you an email, okay? Ja, kann es sein, dass irgendwas in deinem Köpfchen nicht funktioniert? Weil ich meine, du kannst ja kein Wort Deutsch und bleibst trotzdem die ganze Zeit an der Leitung. Macht das überhaupt nur halbwegs Sinn? Eigentlich nicht, oder? I'm sorry, I don't understand German. Ah, du wiederholst dich einfach immer nur gerne. Gut, wenn das dein Job ist, dann können wir halt so die Zeit von dir verschwenden. Und, kommt da noch was? I'll just send you an email. Ah ja, genau, da wiederholt er sich dann wieder. Ja, aber was soll das jetzt hier? Musst du mir schon mal erklären. Hm? Püppchen? Ja, yeah. Okay. Ja, ist das gut, ja? Ja. Yeah. Ah, okay. Super. Wollen wir denn jetzt auflegen oder noch ein bisschen weiter telefonieren? I will hang up. I will just send you an email regarding the call. Aha. Ja, okay. Also 2 Minuten haben wir ja schon rum. Also ich meine, meinetwegen kann man doch ein ganzes Video noch mitmachen. Ist ja auch mal ganz lustig, wenn wir voll aneinander vorbeireden. I'm sorry, I don't understand. I'll just send you an email, okay? Ja, das habe ich schon verstanden mit dem Understand, aber was soll denn das? Musst du mir mal ein bisschen näher erklären. Ja, ihr könnt euch vorstellen, die Erklärung ist hier natürlich ausgeblieben und der hat dann einfach aufgelegt. Aber gut, was wollte der auch überhaupt? Ich verstehe es immer wieder nicht, warum die Betrüger ja auf einer anderen Sprache anrufen, als für das Land, für das ich mich registriert habe. Dem Anschein nach dem Motto, man kann es ja mal probieren. Hallo? Ja? Hallo, good evening, I'm speaking with Mr. Simon. Och nö, ich will jetzt nicht schon wieder auf Englisch vollgelutscht werden, das haben wir doch schon die ganze Zeit jetzt hier immer gehabt heute. Kann man nicht mal irgendwie mal wieder einen Deutschen ans Telefon bekommen, der mich hier volllutscht? You don't understand any of English? Ja, das funktioniert wieder richtig super, dich hier zu verwirren am Telefon, indem man dich mit Scheiße volllutscht. Yeah, okay, thank you very much. Ja, du bist eine Kakerlake. Goodbye. Ja, eigentlich ist schon traurig, ne, dass die es immer wieder versuchen. Also es ist wirklich Wahnsinn. Hier rufen ganz, ganz, ganz viele Leute an, die eigentlich nicht mal ansatzweise irgendwie nur ein bisschen Deutsch verstehen würden. Aber sie probieren es halt trotzdem. Vielleicht kann der Gegenüber ja Englisch. Ja, und wenn man halt keine deutschsprachigen kriminellen Mitarbeiter gefunden hat, probiert man es halt wahrscheinlich heutzutage so. Ja, hallo? Am I speaking to Mr. Harry? Was für ein Ding? This is Nicola Johnson, sir. How's they going today, firstly? Aha. Und was willst du jetzt von mir? Do you speak English, Mr. Harry? Nee. Das ist ein deutscher YouTube-Kanal. Okay. You speak... Mm-mm. Okay. Which language do you use then? Ja, Deutsch. Deutsch? Okay. Let's do something like this, Mr. Harry. Do you use the WhatsApp application? Fick dich, du bekommst kein WhatsApp. Hast du einen kompletten Lattenschuss oder was? Do you use WhatsApp application? Ja, da haben wir tatsächlich noch so einen gehabt von der Sorte, die es einfach mal probiert haben. Glaube Zarbach? Ja, hallo. Ich grüße Sie, mein Name ist Bruno Meyer und ich sehe, dass Sie sich bei uns registriert haben für Onlinehandel. Hallo? Hören ja. Sie mich? Ja, ich höre Sie. Ja, der Grund meines Anrufs ist, einmal die Daten mit Ihnen abzugleichen. Ja, wer sind Sie denn genau? Wie meinen Sie, wer bin ich genau? Sie haben sich auf unsere Software registriert und ich rufe Sie deswegen auch an. Ja, und wie heißt die Software?
Für das Bitcoin-System. Ach so. Und wie ist Ihr Name? Ja, also manchmal finde ich es ja wirklich extrem beeindruckend, wie schnell die eigentlich verwirrt sind. Die rufen bei euch an, wollen euch irgendwie 250 Euro ergaunern und sobald man auch nur die geringsten und einfachsten Fragen stellt, war es das dann schon ganz oft in den Gesprächen. Tja, weil die einfach der Sprache nicht mächtig sind und nur ihr Skript vorlesen. Und sobald man irgendeine Frage stellt, sind sie eigentlich dann auch schon erledigt. Hallo, schönen guten Morgen. Ich spreche mit Luise Exquisite. Mhm. Exquisite spricht den Namen richtig aus? Ja. Okay. Ja, Exquisite. Mein Name ist Bruno Meyer und ich sehe, dass Sie sich bei uns registriert haben für online. Mhm. Ja, nun? Hallo, hören Sie mich? Ja. Hallo. Ja. Was denn? Tja, da haben wir wieder so ein ganz intelligentes Honigtöpfchen am Telefon gehabt. Mensch, ich frage mich wirklich, wo sie die Leute herhaben. Aber naja, so scheint sich ja heutzutage wohl Geld verdienen zu lassen. Ich finde es immer wieder beeindruckend, was die eigentlich wirklich da für Menschen am Telefon haben. Die können ja wirklich überhaupt nichts. Ich meine, letztendlich ist es ja positiv, dass sie genau solche Leute einstellen, weil so haben die hoffentlich nicht so hohe Erfolgschancen. Ja, oder die wissen halt einfach schon, dass das hier ein YouTube-Kanal ist, wo die anrufen. Ich weiß es nicht, aber dann stellt sich halt wirklich die Frage, warum versuchen die es denn überhaupt erst? Oder sehen die das erst, wenn sie angefangen haben zu sprechen und der Datensatz öffnet sich? Ich habe keine Ahnung, das sind halt alles nur Mutmaßungen, ne? Aber letztendlich, Betrug bleibt Betrug. Hallo. Ja, sprichst du jetzt auch? Ey! Mäuschen, man kann dich hören. Schnecke, dein Gesicht stinkt. Und warum hast du jetzt dein Mikrofon aus? Schnecke? Willst du deinen Chef damit stören? Soll ich dem Bescheid sagen, dass du die Leute anrufst und dann Pause machst in der Zeit? Und da war sie denn auf einmal auch weg. Tja, so ist es in der Tat des Öfteren hier bei mir auf der Leitung. Es rufen tatsächlich viele Callcenter an oder auch immer mal wieder. Ist in unregelmäßigen Abständen, aber doch irgendwie jeden Tag, dass da Mitarbeiter dran sind. Die, ja, man hört die Musik im Hintergrund, man hört den Mitarbeiter und ja, ich versuche mit dem Mitarbeiter zu kommunizieren und letztendlich sagt er denn nichts. Weiß ich nicht. Das könnte für mich so aussehen, als wäre das nichts anderes als eine Pausenüberbrückung. Denn wenn die Zeit läuft, denkt der Chef, da arbeitet der Mitarbeiter. Dass sich so Geld verdienen lässt, glaube ich, weil zwar weniger, aber das scheint wohl auch ein Mitarbeiter zu sein, der keinen Bock auf seinen Job hat. Denn wenn das irgendwann auffällt, dann ist es ja Betrug gegen den Chef. Wenn man da einfach nur Leute anruft, wo man weiß, dass da einer rangeht und den Hörer dann an der Seite legt. Aber unterm Strich mache ich dabei diesen Spielchen trotzdem gerne mit. Ich habe hier, weiß ich nicht, wie viele Anrufe, wo am Ende nichts passiert. Und der Mitarbeiter einfach nur im Hintergrund seine Musik hört oder sogar nur sein Mikrofon stummt und dann da nichts weiter läuft am Telefon. Wir reden nicht miteinander, da passiert nichts, der sagt nichts. Ja, und da ist halt von mir die Hoffnung, wenn ich das so laufen lasse, ist zumindest diese Leitung blockiert und ein Mitarbeiter ist gerade weg vom Fenster. Denn der Mitarbeiter ruht sich zwar auf meine Kosten oder, nein, nicht auf meine Kosten, aber auf meine Leitung ruht sich der Mitarbeiter aus und arbeitet nicht. Ist aber immerhin letztendlich auch ein Erfolg, wenn der Mitarbeiter seine Zeit auf meiner Leitung einfach nur mit Pause verschwendet. Der telefoniert gerade nicht und zockt irgendwelche Leute ab. Sicherlich ist es positiv für den Mitarbeiter, aber irgendwann scheint es dem Chef sicherlich auch mal aufzufallen, weil er sich seine Quote damit versaut. Hallo, schönen Tag, ich spreche mit Herr Karl, ich glaube aus Fairbach. Ja. Herr Karl, ich bin Ihre Kontoberaterin, Sie Fischer von Globales Finanzmarkt in Erfka Finance. Ja, aber das heißt Herr Klabauterbach und nicht Herr Karl. Was? Das heißt Herr Klabauterbach und nicht Herr Karl. Sie kennen ja diese Person? Hallo? Ja, Sie haben mich nicht mit meinem Vornamen anzusprechen. Das ist Ihr
Ihrer Handynummer, richtig? Nee, meine Festnetznummer. Und Sie haben Registrierung gemacht. Trotzdem haben Sie mich nicht mit meinem Vornamen anzusprechen. Was? Sie haben mich nicht mit meinem Vornamen anzusprechen. Das ist Karl Klabauterbach. Richtig. Ja. Ja, aber es heißt nicht Herr Karl, es heißt Herr Klabauterbach. Aha, okay. Ja, das ist nicht lustig. Klabauterbach, das ist schwieriges, also Name. Ja, interessiert mich ja nicht, dass das für Sie schwierig ist, aber dann... Okay, Herr, lass uns sprechen. Ja, ich sage Herr. Okay, Sie haben Registrierung gemacht. Herr auch nicht, Herr Klabauterbach. Mein Gott, okay, Sie wollen Ihre Handel beginnen, unsere Website, richtig? Ja, bei Ihnen glaube ich nicht, weil Sie können ja nicht mal meinen Namen. Sie wollen mit Bitcoin beginnen, Ihre Handel. Ja, aber bei Ihnen nicht mehr. Sie sind unseriös. Okay, Sie auch sind nicht seriös, wissen ja, Sie. Dann also bin ich halt unseriös. Kann ich mit leben, ja. Okay, auflegen dann. Ja, dann leg da auf, Pippi. Du bist Lampe, du bist Scheiße, Kacke. Ja, das war auf jeden Fall wieder eine von der ganz netten Sorte. Ich glaube, manche Betrüger, die geben sich tatsächlich einfach nicht mal Mühe bei dem, was sie da machen. Ich meine, zum Vorteil ist es natürlich immer für die Betrugsopfer. So fallen viel weniger Leute, hoffe ich jedes Mal, darauf rein, was die da so am Telefon fabrizieren. Aber es ist schon krass, ne? Also im Ausfallend werden. Und was die Mütter so alles machen, das, ja, damit kennen die sich aus, ne? Ich meine, man kennt sie hier schon vom Kanal. Ja. Hello. Hello, I'm speaking with Mr. Sigmund. Ja, und jetzt willst du mich auf Englisch oder was? No, do you speak English? Do you understand English? Ne, wir haben ja einen deutschen YouTube-Kanal, also müssen wir auch auf Deutsch reden. I don't understand you, sir. I don't speak German. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Rufst du ja schließlich bei mir an. Okay, thank you, goodbye. Da hatten wir nochmal jemanden dazwischen von der Kategorie Ich probiere es einfach mal in einer anderen Sprache und wir gucken mal, was dabei rauskommt, selbst wenn es überhaupt keinen Sinn ergibt. Und naja, so können die wahrscheinlich ihre Zeit verplempern, ich weiß es nicht. Machen wir mal weiter mit dem nächsten tollen Mitarbeiter. Grüße Sie, hallo. Hallo. Liliane Morell ist mein Name und ich melde mich von der Firma Kryptotech. Sie wollten am Finanzmarkt Geld verdienen, korrekt, ja? Ja. Haben Sie schon Erfahrungen in dieser Richtung schon mal gehandelt? Nein. Sie sind aber voll motiviert, richtig? Ja. Ja. Mit welchen Finanzprodukten wollen Sie handeln? Mit? Hm. Jetzt kommt ein Ja, nicht mehr, richtig? Weiß nicht. Und wissen Sie nicht? Nee. Und warum? Ja, woher soll ich wissen, warum? Wenn ich es nicht weiß, dann weiß ich auch nicht, warum. Genau, aber wissen Sie, was das Finanzprodukt bedeutet? Oder das habe ich auch, haben Sie auch nie sozusagen gehört? Nee. Wir haben 21. Jahrhundert, wissen Sie? Echt, seit wann? Wissen Sie das oder wissen Sie das auch nicht? Hm. Ich glaube, sind Sie zu blöd dafür. Ja? Schaffen Sie es nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht fehlt Ihnen ja ein bisschen Intelligenz. Ich meine, nee, sind Sie Freundlichkeit. Zu blöd dafür. Schaffen Sie es nicht. Sorry, ja. Aber... Hm. Naja, aber immerhin bin ich nicht in so einem Call. Uiuiuiuiui. Da haben wir wieder so eine richtig schöne erwischt, die von Anfang an gleich beleidigend wird, nur weil man nicht so richtig mitspielt, wie sich das die Betrüger gerne immer vorstellen. Ja, und dadurch bestätigt sie eigentlich selbst den Betrug. Man kennt's ja nicht anders von den tollen Betrügern. Aber was will man erwarten? Tja, einen vernünftigen Kundenservice. Kann man da nicht erwarten, das ist, denke ich, mal logisch. Naja, machen wir mal mit dem nächsten Telefonat weiter. Hallo. Ja? Liliane Morell ist mein Name und ich melde mich von der Firma Kryptotech. Guten Tag. Sie wollten am Finanzmarkt Geld verdienen, korrekt, ja? Natürlich. Haben Sie schon Erfahrungen in dieser Richtung schon mal gehandelt? Nicht wirklich. Mit welchen Finanzprodukten wollen Sie bitte handeln? Ich dachte hier so an den Bitcoin und so. Genau, dafür brauchen Sie aber, wissen Sie schon, $250. Das haben Sie zur Verfügung, richtig? Nee, also Dollar besitze ich gar nicht bis jetzt. Ich habe nur Euro. Mhm. Okay, Sie wollten am Finanzmarkt einsteigen und Geld verdienen, aber investieren wollen Sie irgendwie nicht, richtig? Nein, das habe ich so nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich keinen Dollar besitze. Ich habe nur Euro. Können Sie ein bisschen lauter sprechen, weil ich verstehe nicht so gut, was Sie sagen. Dafür kann ich ja nichts. Wie bitte? Dafür kann ich ja nichts.
Genau, aber Sie müssen ein bisschen lauter sprechen. Das können Sie doch. Schaffen Sie es, oder? Na, ich brüll doch jetzt hier nicht rum. Wie bitte nochmal? Ja, dann müssen Sie Ihren Hörer mal lauter stellen. Hab ich schon, aber Sie reden zu leise. Ach, das ist das Problem. Ja, gut, das mein Gott. Da kann ich Ihnen leider nicht behilflich sein. Ja, dann diese Möglichkeit, was Sie heute haben, dann verpassen Sie es. Bitte schön. Mein Gott, mir für mich zum Beispiel egal, völlig egal, Sie oder jemand anderer. Verstehen Sie? Ja, mir ist das auch egal. Dann nehmen wir halt die nächste Firma, die bei mir anruft und... Genau, der netten Betrügerin ist es dem Anschein nach völlig egal, wen sie betrügen. Hauptsache, sie betrügt irgendjemanden und ergaunert das Geld von der Person. Da spielt es keine Rolle. Wenn sie mich jetzt nicht bekommt, dann verpasse ich halt meine Chance, von ihr betrogen zu werden. Tja, genau so hat sie es ja eigentlich selbst beschrieben. Ich find's wirklich Wahnsinn. Also, das, Maya, lassen wir mal den Nächsten zu Wort kommen. Hallo? Ja, was denn? Hallo. Ja. Guten Tag, ja. Klabauterbach, mein Name ist Theo, melde mich von Finanzabteilung der Stoxische Firma und ich sehe Ihre Anmeldung für unsere Trading-Plattform Online-Händler Stoxische. Ja, Karl Klabauterbach und E-Mail-Adresse karl.klabauterbach@mdcfan.de. Haben Sie schon zuerst Ihre Anmeldung gemacht mit unserem Affiliate-Partner Referral Random War Unique? Was für ein Ding? Für unsere Trading-Plattform. Wir können jetzt Ihnen eine Promotion geben. Normalerweise ist es 1000 Euro ein eigenes Trading-Konto für Online-Handel öffnen. Aber wir können Ihnen eine sehr gute Promotion für 250 ein Basic-Konto geben, Ihre eigene Stoxische-Konto für 250 Euro nur und Sie haben unsere Finanzberater, die werden Ihnen alles erklären, wie man kann viel Geld pro Monat verdienen und wir nehmen nur 5% von Ihrer Gewinn. Klingt das gut für Ihnen, Herr Klabauterbach? Ne, irgendwie klingt das ziemlich verwirrt. Haben Sie schon vielleicht geguckt, wie es scheint, unsere Plattform Stoxische? Haben Sie schon sind Sie schon angemeldet? Eingeloggt? Nö. Ja, in dieses Situation, ich empfehle, ich kann Ihnen eine E-Mail schicken mit Info, so Link von unserer Website, neue Canva, Sie können einfach ohne Geld nur an Demo-Version rein, gehen, sich eingeloggen und Sie können schon langsam sich entscheiden, ob Sie möchten mit uns ein bisschen extra Geld pro Monat verdienen. Ist es karl.klabauterbach@mdcfan.de immer aktuelle E-Mail-Adresse? Ja, schon meine E-Mail-Adresse, aber ich weiß nicht, was Sie jetzt von mir möchten. Okay, ich werde diese Info Mail Ihnen schicken, so Theo von Stoxische, und dann ich melde mich, wenn möglich, nächste Woche gleicher Zeit. Ist das alles in Ordnung mit Ihnen? Nee, ich weiß ja nicht, worum es geht. Es geht um unsere Trading-Plattform. Ich habe Ihre Registration. Sie haben mit einem von unseren Partnern angemeldet. Ich weiß nicht, mit wem. Ich sehe so random Affiliate-Partner. Für Trading. Sie möchten Trading machen und ein bisschen extra Geld pro Monat verdienen. Entschuldigung. Ja, aber ich bin jetzt trotzdem nicht schlauer draus geworden, was Sie jetzt von mir wollen. Deswegen sage ich, ich schicke dich diese E-Mail-Info, es kostet nichts. Du kannst dich, wenn du möchtest, einfach sehen, unsere Website, unsere Plattform. Du kannst auch drin nachgucken. Ich gebe dich ein neues Passwort mit deinem E-Mail-Cloud, karl.klabauterbach@mdcfan.de als Benutzername. Du kannst einmal nachgucken, wie es funktioniert, wie es scheint. Und dann du kannst dich entscheiden langsam, nachdem ich kann dich nächste Woche anrufen. Zum Beispiel. Ja, können Sie mir vielleicht erstmal erklären, seit wann ich Ihnen das Du angeboten habe? Es ist eine Affiliate-Partner-Firma. Ich weiß nicht, mit wem du hast Trading angemeldet bist. Normalerweise ich habe diese Info, aber in deiner Situation, es ist geschrieben in meinem Kommentar, Random Source, Client Source Random. Normalerweise ich habe Best Coin Offers, Bitcoin Evolution und so weiter und so weiter. So, ich kann nicht diese Information dir geben, leider. Tja, dem Anschein nach haben Sie wohl keine gute Kinderstube genossen, ne?
Karl, ich habe keine Zeit zu verlieren. Die Leute, meine Kunden, machen viel, viel Geld. Wenn du nicht interessiert bist, einfach sag mir und ich wünsche dir alles Gute, okay? Tja, also mit so einem abartigen Unternehmen will ich nicht zusammenarbeiten, was nicht mal ansatzweise Höflichkeitsbomben bewahren kann. Ja, du bist angemeldet und dann du wechselst deine Meinung und bla 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 bla. Ich habe keine Zeit. Ja, sowas Unseriöses will ich am Telefon nicht haben. Ich schicke dich ein E-Mail, wenn du. Warum schreien Sie denn so rum? Langsam entscheiden, aber du möchtest mein Zeit. Hallo, du sollst aufhören, mich zu duzen. Das brauche ich gar nicht. So, alles Gute zu dir, ja, kleiner Betrüger. Und Tutsi. Sie sind ein Betrüger. Sie sind Krimineller. Also, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich versuche ihm die ganze Zeit mitzuteilen, dass er aufhören soll, mich zu duzen, dass ich das unhöflich finde und, naja, auch zusätzlich überhaupt nicht verstehe, was er da eigentlich von sich am Telefon von sich gibt. Weil er labert ja wirklich nur Dünnpfiff, also absoluten Dünnschiss. Da ist ja nichts Sinnvolles bei gewesen in der gesamten Zeit, wo der hier am Telefon war. Und das war hier tatsächlich sogar das längste Gespräch, was wir in dem heutigen Video hatten. Ja, und dann wollte ich nur, dass er aufhört, mich zu duzen. Und dann sagt er mir, er weiß nicht, woher er die Information hat. Und der kann mir die Information nicht geben. Und fehlt ihm irgendwas? Tja, anscheinend schon. Also Respekt und Anstand fehlt diesem Betrüger auf jeden Fall. Ich meine, das wissen wir sowieso, dass Betrüger Respekt und Anstand gar nicht erst besitzen, weil sonst würde man so einen Job nicht machen. Aber, naja, wenn ich ihn jetzt hier mehrfach ermahne, dass er mich bitte vernünftig ansprechen möchte, dann hat er das zu tun und nicht immer lauter ins Telefon zu brüllen. Tja, aber so ist es halt. Keine Ahnung, was der genau verstanden hat, aber auf jeden Fall ist es keiner von der intelligenten Sorte gewesen und auf jeden Fall sollte man bei dem definitiv keine Geschäfte machen. Auch wenn er das wohl anders formuliert hat in seinem komischen Sprachklopstext. Naja, ein Telefonat habe ich euch heute noch mitgebracht. Ja, hallo? Mhm. Am Apparat ist Sebastian Kraus. Ich melde mich von Finanzunternehmen. Sie haben bei uns eine Anmeldung gemacht. Brauchen Sie Hilfe zu einem Online-Handelskonto aktivieren? Ja, weiß ich doch wie nicht. Wie bitte? Ja, weiß ich doch nicht. Wann haben Sie denn da mein Konto angemeldet? Nochmal bitte? Ja, weiß ich nicht. Was wollen Sie denn von mir? Eigentlich, was wollen Sie von mir? Weil ich sehe, dass hier... Ja, ich will von Ihnen gar nichts. Brauchen Sie Hilfe zu einem Online-Handelskonto aktivieren? Ja, was denn für ein Konto? Das steht in den Daten hier. Online-Handelskonto. Online investieren, online kaufen, online verkaufen. Ja, was denn für ein Konto? Online investieren, online kaufen, online verkaufen. Ja, weiß ich nicht. Das sind ein paar nette Schlagwörter, aber damit kann ich jetzt nichts anfangen. Ja, doch. Nee. Kann ich nichts mit anfangen. Haben Sie gehandelt bis jetzt online oder sind Sie das erste Mal online handeln? Ja, ich weiß nicht. Was wollen Sie denn von mir? Was für Online-Handel? Krypto, Bitcoin, Forex, Aktien, Rohstoffe. Ja, was ist das? Was macht man damit? Das können Sie gerne investieren und gerne Geld verdienen. Ja, ich habe ja sowas nicht, dann kann ich auch nichts investieren. Wie bitte? Ich besitze sowas nicht, kann ich dann auch nicht investieren. Ach so. Ja. Ja, wenn ich das so, tut es mir leid, ich kann nicht weiterhelfen. Ja, ich weiß gar nicht, was Sie überhaupt von mir wollen. Und ich weiß ja nicht mal, von welcher Firma Sie anrufen, das haben Sie ja auch nicht gesagt. Von welcher Firma? Nee, ja, von welcher Firma. Achso, wir sind Allianz Group. Was für ein Ding? Allianz Group. Das ist ein Online-Handelsplattform. Aha, sag mir nix. Kenn bitte? Ich nicht. Ja, deswegen wir sind da. Aha. Ja. Ja, nu? Ist ja schön, dass es sie gibt, aber was habe ich damit zu tun? Das ist ein Online-Handelsplattform, Allianz Group. Aha. Bei uns ist 10 Millionen Leute momentan. Bei Investen und aha, und du? So weiter. Ja, was habe ich jetzt davon? Sind Sie vielleicht ein YouTuber? Was für ein Ding? Sind Sie vielleicht ein YouTuber? Was ist das? Bitte? Was meinen Sie damit? Achso, sind Sie ein YouTuber? Ja, was ist das? Ich kenne das Wort nicht. Ja doch, sind Sie ein YouTuber, das ist Schüler von okay, wenn haben Sie gar keine Interesse, tut mir leid. Ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Ich weiß ja nicht, was Sie wollen. Ich habe ja auch gar nicht gefragt, dass Sie mich anrufen. Ja, weil
Weil ich sehe, dass hier brauchen Sie Hilfe zu einem Online-Handelskonto aktivieren. Ja, ich habe nicht nach Hilfe gefragt. Ich wüsste auch nicht mal, welches Konto. Das ist ein Online-Handelskonto. Ja, weiß ich schon nicht. Online Geld verdienen, online investieren. Aha. Ja. Ja. Und nu? Wie bitte? Ja, und nu? Ja, was nu ist, hat er mir jetzt nicht erklärt. Tja, da hat er das Gespräch beendet. Interessant fand ich, dass er dann so mittendrin irgendwann mal auf die Idee gekommen ist, mal danach zu fragen, ob ich YouTuber bin. Das weiß ich auch nicht, mit welcher Silbe ich ihm da irgendwie den Anlass dazu gegeben habe, denn letztendlich wollte ich nur wissen, was der genau von mir wollte. Aber das konnte er mir nicht erklären. Der konnte mir nicht mal seinen vernünftigen Firmennamen irgendwie erklären. Das, was er da hingerotzt hat ins Telefon, das hat nicht nach einem Firmennamen geklungen und sich auch nicht so angehört. Und vor allem, weiß ich nicht. Also er wollte immer irgendwas mit seinem Konto und ich meine, letztendlich wissen wir ja, worum es ging, aber auch nur, weil wir in dem Zusammenhang drinstecken hier alle Mann und auch Ahnung davon haben, was hier sonst so alles an Videos schon gelaufen ist und wie die Betrüger halt so ticken und was sie genau von einem wollen. Aber naja, andere Menschen wissen das ja nicht unbedingt automatisch, wenn man da so jemanden am Telefon hat und dann stellt man da natürlich auch mal die eine oder andere Frage, um rauszufinden, worum es hier überhaupt genau geht. Ja, aber das konnte der Betrüger wohl nicht erklären. Ja, man ist es nicht anders gewohnt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ihr wisst ja Bescheid, ein Däumchen ist immer ein Träumchen. Wer möchte, sieht jetzt hier auch noch eine Playlist mit vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Die Zeit könnt ihr euch bis zum nächsten Video gerne mit einem anderen Video noch vertreiben. Oder vielleicht auch zwei, drei. Wer möchte, findet uns auch auf Social Media, also Callcenter Abzocke. Schaut einfach unten in der Videobeschreibung oder direkt auf dem Kanalprofil. Dort findet ihr die Direktlinks zu den Social Media Kanälen. Da gibt's auch immer mal wieder kleine, kürzere Videos von mir. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.